Rückblende 2013. Jupp Heynckes dort, wo Pep Guardiola erst noch hin will. Auf dem Rathausbalkon, dem Symbol des Münchner Erfolgs. Gerade im Jahr des Trippels. Ein Erfolg, den man beim Rekordmeister nur zu gern noch einmal feiern würde. Nach dem 0:1 in Madrid ist Guardiolas Ziel nun aber in akuter Gefahr. Der große Traum von Fans und Führung droht zu platzen. Jetzt geht es um Leben und Tod. Es geht darum, ins Finale einzuziehen oder auszuscheiden. Wir wollten dieses Hinspiel nicht schon in den ersten 45 Minuten verlieren, indem wir zu lange ohne Ordnung spielen. Gerade gegen so eine Mannschaft. Für Guardiola wird es eng. Sein Ziel, das seines Vorgängers. Er will das Triple verteidigen und den enormen Erwartungen gerecht werden. Dafür muss sich seine Mannschaft im Rückspiel steigern. Ich muss mir die Partie ansehen und mich mit meinem Trainerstab besprechen. Wir müssen analysieren, wie wir in das Rückspiel gehen müssen, denn das ist unsere letzte Chance. Unsere letzten 90 Minuten. Mit unseren Fans müssen wir versuchen, das Ergebnis zu drehen. Der Druck wächst und wächst. Zwei Tore sind nötig für den direkten Einzug ins Finale, das die Mannschaft zuletzt 2 Jahre in Folge erreicht hat. Zumindest diesen Erfolg erwartet man nun auch von Guardiola.